Hallöchen, die werten Herrschaften, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Europa Universalis 4 mit dem osmanischen Minischriftzugreich, das hier herumdümpelt mit seinen beiden Kruzifixverbotskameraden, zum einen im Süden, das marokkanische Afrika mit seiner Hauptstadt im Bermuda-Gebiet. Marvin, hallo. Servus. Und zum anderen das herzlich lachende Großkanat der Goldenen Horde, das dort im Norden mächtig und groß ist und gerade dabei ist, Dänemark zu vernichten, unter Günther Shadow. Guten Tag. Ja, hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, und Salam Aleikum. Super, und jetzt, da wir es geklärt haben, machen wir auch direkt weiter, würde ich sagen. Das ist gut. Genau, der Günther muss seinen Krieg noch gewinnen, der Marvin und ich, wir müssen uns noch von unserem unglaublich anstrengenden Krieg erholen. Und Polen-Litauen ist kein gültiger Rivale mehr. Mist. Sehr, sehr schade. Oh, jetzt wieder. Aus irgendeinem Grund. Ja, das kommt manchmal vor. Gut, meine Truppen sind auf dem Rückmarsch und ich überlege gerade, ob ich Kroatien angreife oder nicht. Oha. Ja, ich bin ja schon ein Schelm. Ich überlege jetzt gerade, ob ich die Mongolei noch angreife. Jedenfalls sind die Mamelucken, auf deren Rebellion ich seit letzter Folge warte, endlich mal dabei hier. Haben sie endlich mal sich zu einer Revolte gegen dich entschlossen? Die haben die ganze Zeit bei 90%, die ganze letzte Folge quasi. Ui. Ich kann einen Großmachtkrieg gegen Österreich, Frankreich und Portugal angreifen. Ja, das Angebot habe ich auch erhalten. Ich habe mal spontan dazu entschlossen, es abzulehnen. Du bist halt keine Großmacht. Doch. Ich bin sogar eine größere Großmacht als du. Das glaubst du. Warte mal ganz kurz, Marokko, du hast 100% Technologiekosten? Wieso habe ich so viel mehr als du? Weil du schlecht bist? Ah, ja. Danke. Stimmt, ich habe den globalen Handel immer noch nicht gefördert, weil ich nicht so viel Geld dafür habe. Ich meine, ich bin hier in Iberien, dem Hort der neuen Technologie schlechthin. Aha. Wie kann ich nicht reich an Technologie sein? Gibt, ja gut, da könnte ich jetzt gerade viele Sachen anführen. Oh, oh nein! Ja, aber lass mal, ist schon okay. Hm? Der Osmane ist tot. Wir müssen nicht unbedingt wieder heiraten. Das kostet mich Hordeneinheit. Echt? Dann lassen wir's. Ich krieg irgendwie nie einen Ehepartner, wenn ich jemanden heirate. Wenn jetzt mein Erbe sterben würde, hätte ich schon wieder einen echten Regentschaftsrat. So wow. Krass. Vierten oder fünften Mal in dieser Serie. Man stimmt, du hattest, du hattest echt viele Regentschaftsräte, definitiv. Zumindest für eine Rights of Man-Kampagne. Ich meine, früher wäre sowas ja normal gewesen, aber inzwischen ist das ja gar nicht mehr so leicht. Aber hey! Aber hey, ich hab 5-5-4. So, jetzt brauche ich nur noch Gibraltar und ja, Aliento. Alicante, oder was? Gar nee, eigentlich, ich glaube, ich brauche sogar nur noch Gibraltar. Du brauchst nur noch Gibraltar, genau, wenn ich mich recht entsinne. Tatsächlich. Kann ich dir das abkaufen, Portugal? Kriegsandrohung. Da werden sie sicher ja sagen. Da bin ich mir sicher. Ich bin im Minus. Das ist eigentlich gar nicht so dumm. Kriegsandrohung ist eigentlich voll gut. Wieso bin ich im Minus? Weil ich 14 Dukaten Korruptionsbekämpfung zahle. Nice, passiert. Ja. Ich glaube, ich werde jetzt in Tunesien von Rebellen abgeschlachtet. Wo konnte man doch mal einsehen, wie viel Geld ein Land gerade besitzt? Beim der ersten Seite des Ledgers. Direkt bei der. Ach! Okay, ich gucke die ganze Zeit beim Falschen. Lübeck. Nein, Korchin komme ich auch nicht. Swahili. Ja, Venedig. Hallo! Venedig. Johanniterorden und Magdeburg, ja? Ich habe gerade eine illegale Koalition. Es sind nur drei Leute drin. Das ist so einfach was.
Hat die sich mit drei Leuten gegründet oder was? Nee, aber sie haben nicht gecheckt, dass Aragorn nicht mitmachen kann, glaube ich. Hm. Und es könnte Kastilien mitmachen, sobald ihr Krieg vorbei ist. Ich überlege mich schon die ganze Zeit, ob ich Kastilien nicht angreifen soll, aber irgendwie bin ich mir nicht sicher, ob mir deren Vasallenheer in Mittelamerika nicht Angst machen sollte. Nachdem ich hier doch in Nordamerika Provinzen besitze, laufen die dann wahrscheinlich da hoch, nur weil ihnen langweilig ist. Das ist in der Tat der Übel. Boah, Alter, was krieg ich so für räudige... Ich krieg so räudige Generäle, ey. Mir fehlt jetzt schon Slack in Recruitment für mehr Manpower für Armee-Professionalismus. Ja, so geil. Ja. Beste Funktion überhaupt. Das ist praktisch Geld in Manpower umwandeln. Ey, das ist so super. Ich liebe es. Das vermisse ich tatsächlich. Ein sehr schönes Feature. Muss ich hier mit gerade mal 50.000 Leuten rumlaufen? Hallo, ich habe minus 15.000. Ja, Mausmaler. Oh. Aus irgendeinem Grund habe ich zwei Händler, die nichts tun. How the mighty have fallen. Naja, mighty. Ey. Mir damit was sagen oder was? Ich liefere Handelseinfluss in die Karibik, da will ich ihn unbedingt haben. Ich verdiene tatsächlich 3,65 in der Karibik, vielleicht sollte ich gar nichts sagen. Ich habe ein sehr seltsames Handelsimperium. Das keiner so genau versteht. Was nehme ich als nächste Idee? Humanismus, Expansionismus, Wirtschaft, Religion, Inno, Spio, Diplo, Handel, Seefahrt, Einfluss, Quali, Quanti. Gute Frage. Hast du Gold? Viel? Hast du schon Wirtschaft? Nee, Wirtschaft muss ich glaube ich nehmen, ne? Könnte man glaube ich mal machen. Ja, ich bin so ein notorischer Pleitegeier auf jeden Fall. Hallo Venedig. Ibims. Jetzt sagt das ja doch. Eins Landung. Ja, sorry. Du hast dich. Also vorhin noch gefragt, ob er es darf. Also, liebe Zuschauer, vorhin hat er noch gefragt, ob er es darf. Dann haben wir gesagt, nee. Das ist jetzt aber jetzt. Oh, Fake News hier. Das ist ziemlich sad. Aber was darf? Today gonna light. Sad. Moment, jetzt muss ich auch gerade hier gucken. Warum? Ich krieg die Deppen da immer noch nicht raus, ne? Dann komm, lass Nerke sein. Gib mir einfach nur ein bisschen Geld. Bitte, erlaubt mir doch. Sag mal. Habt ihr das jetzt weggemacht oder lag das an dem Lag, das ich hatte? Ich hab nichts gemacht. Okay, gut. Dann muss ich mal gerade ein bisschen plündern gehen. Das tut mir leid, aber das ist immer recht aufwendig. Und wenn man im Krieg ist, macht man das ja nicht so gerne. Mongolen und Korchen. Ah ja. Ich glaube, die Ming haben noch unkolonisierte Löcher in ihrem Land. Zumindest haben sie komische Terrenkognita-Löcher. Na, das liegt daran, dass wir die nicht, dass wir Ming schon kannten, als wir. Also die sind kolonisiert, aber die sind ja wie gesagt für uns alle Terrenkognita. Oh, man betrachte mal die Nationen Out und Nepal. Die geht's mal richtig gut, den beiden. Ach du Scheiße. Da geht's doch auch bloß drum, wer sie als Erster belagert. Das ist hart. Warum kann ich diese Provinz... Persien, Persien verbündet mit Afghanistan. Dreiländereck. Diese Provinz kann nicht vor dem 12. Mai 1623 gebrandschatzt werden. Warum? Wurde die schon mal gebrandschatzt? Nee. Oder? Vielleicht nicht von dir? Es gibt auch andere Worte. Warte mal. Da hatte ich schon einen Chor drauf. Marvin hat recht. Okay. Ich habe immer recht. Ja, das ist... Ja, danke. Also es tut gut, dass das endlich jemand nochmal ausspricht. Also, weil das ist sowas, das geht normalerweise in den Let's Plays ja immer so ein bisschen unter, dass der Marvin eigentlich immer recht hat. Willst du was sagen, Struffi? Das ich nie, ich kann gar nicht reden. Das stimmt. Sorry, aber der hat sich jetzt angeboten. Ja, das ist richtig, du. Alles gut. Ich
glaube, ich führe jetzt Krieg in Nordamerika, da geht's mir besser. Ja, da hast du mich bald als Unterstützer. Ich kolonisiere mich gerade Moskito. Ja, da kann auch nicht reden. Das war eine Mission, oder willst du das jetzt auch haben? Du kannst kolonisieren, was du willst, aber ich find's für dich, gut, ich find's eh schon seltsam, dass du Decker-Ideen hast. Außerdem will ich halt stattdessen Russland kolonisieren, weil das ist halt für dich wenigstens was wert, im Gegensatz zu Amerika. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, sollte ich demnächst anfangen, Australien zu kolonialisieren, ja? Natürlich. Okay, ich setze mir dran. Ich nehme jetzt hier Wirtschaftsideen, so. Dann haben wir Austrian, Australia. Da steht ja tatsächlich da, wenn wir auf Englisch spielen. So, ich habe aus irgendeinem Grund auf den 1. Juli gewartet, bevor Günther Pause gemacht hat. Jetzt weiß ich nicht mehr, was es war. Verdammt. Ich glaube, ich habe den Händler umgestellt und wollte sehen, wie viel der verdient. 1,47. Ja, ist mehr als vorher. Hattest du nicht auch auf das Ende irgendwelcher Waffenstillstände gewartet? Das tue ich immer. Hauptsächlich warte ich auf das Ende von Koalitionen. Ich habe zu wenig Händler. Okay, wo sind denn meine Handelsreligionen? Und ja, meine Handelshäuser sind meine Religionen. Es ist Fastenzeit. Juhu. Ja, die der Granada ist so groß geworden. Ich habe eine Kolonialnation, die habe ich total vergessen. Ups. Kolonialisierst du Kolonialnation? Tatsächlich, das heißt, ich muss dir kein Geld schenken. Ja, hat sich sogar das wichtige Inlandhandelszentrum geholt. Sehr schön. Mal gucken, ob Englisch-Brasilien mal unabhängig wird. Das wäre sehr hilfreich hier. So. 0,5, 6,4. 22 im westafrikanischen Handelshaus habe ich theoretischerweise eine Chance, mir einen Händler zu schnappen. Westafrikanisch, bretonisch-westafrikanisches Handelshaus. Ich habe einen Regentschaftsrat. Ich hasse dieses Spiel so. Oh Gott, das ist unglaublich. Oh Mann. Ey, was kriegen wir hier für geniale Events? 5 Jahre! Dann kann ich mir wenigstens meine Kriegsgedanken hier sparen. Leute, wir kriegen einfach halt die besten Events, die es überhaupt nur geben kann. Oh Mann, ey. Ich hab grad noch die Nachricht bekommen, unsere Staatsehe ist vorüber. Yay! Und da hast du schon so gedacht, ey, boah, geil, ey, endlich bin ich den Typen los. Ich dachte gerade so, ey, cool, wenn die Staatsehe vorbei ist, können wir eine neue schließen. Und dann kriegt er vielleicht endlich eine Herrscherin. Und dann erst ist mir aufgefallen, warte mal, wenn sie vorbei ist, ist ein Herrscher gerade gestorben. Das heißt, ich brauche meine Truppen jetzt eigentlich auch nicht mehr bezahlen. Mache ich noch meine Festungen aus. Jetzt könnte ich noch meine 10 oder 20 Söldner heimschicken, weil die tun jetzt auch nichts mehr in nächster Zeit. Yay. Österreich schmeißt wieder mit den vollen Händen das Geld durch die Wand. Durch die Wand. Oh Mann, ey, Wand. Der Struppi, der nimmt aber heute auch echt kein Brett vor den Mund. Der haut einfach so die Sprichwörter raus. Was ist los mit mir? Mann, ja, ich kann nicht mehr reden. Wenn er vom Mund hätte, würde er nicht so viel Schwachsinn reden. Ey! Ey! Beste Antwort. Ey! Menschen, ey! Eine andere Antwort, die ich auch total toll finde, ist Vorsicht. Die finde ich auch immer gut. So, als ob dir jemand drohen will. Vorsicht. Nu Pagadi. Whatever he said. Na, warte. Also. So, es ist an Zeit, unsere Großmachtaktion zu nutzen und Bündnisse aufzulösen, because we can. Ihr braucht positives Prestige auch, ich kann doch nicht. Oh Mann. Das war jetzt top. Sauber. Einfach weil ich kann. Oh, ich kann doch nicht. Wo wir dann wieder bei diesem Punkt wären, dass du das ganze Spiel über kein Prestige hast, ne? Also, ja. Mega. Ich kann meine Regierung reformieren. Ich habe es doch vor Günther geschafft. Nee, ich kann das schon längst, ich mach's nur nicht. Ein weiser Mann sagte mal zu mir, reformiere nicht. Jetzt bin ich eine administrative Monarchie. Ja, für die nächsten 5 Jahre. Also, hast du einen administrativen Regentschaftsrat. Ja. Das wär jetzt so der Hammer gewesen, wenn ich dadurch jetzt irgendwie einen neuen König gekriegt hätte. Nicht irgendwo Thronanwärter Rebellen, die leben wollen, nö. Sauerei. Doch, einmal du musst auf jeden Fall dahin. Ich glaube, ich gebe jetzt einfach einen Haufen Provinzen auf und werde eine Handelsrepublik. Aristokratie-Ideen, Stabilität,
Einfluss. Da muss ich ja keine Provinzen loswerden. Interessant. Oligarchische Republik könnte eine oligarchische Republik werden. Alles, was ich bräuchte, wären volle Einfluss und volle Aristokratie-Ideen. Ah ja, nix. Ich meine, es sind nur 5000 Monarchenpunkte. Oh, kriegen wir von irgendwo her. Oh nein. Oh Mist, das wird wehtun. Oh Scheiße, Gönner sitzt auf dem Pott. Nein, das wird wehtun. Oh. Sorry. Oh, warte, ich gewinne das. Vielleicht. Oh Gott, ich gewinne das sogar noch am Ende. Okay, wenn ich noch eine 1 würfel, also solange er einen Nuller würfelt, ist es okay. Oh Gott, ich gewinne das. Ich kämpfe gerade 2-1 in der Unterzahl und gewinne diese Schlacht. Oh ne, ich gewinne doch nicht. Doch, ich gewinne. Der macht 10-mal so viele Verluste wie ich. Alter, what happened? Dieses Play-by-Play ist sehr interessant. What happened? Was hat der für eine Militär-Tech? Everything died. Okay, der hat 14 Militär-Tech gegen 18. Das könnte so in Ansätzen erklären, was hier gerade passiert ist. Marvin? Nein. Schade. Was denn? Hast du Interesse an Malta? Wenn du es mir schenken willst, immer. Ja, ich kann es dir einfach verkaufen. Ansonsten hätte ich jetzt gedacht, ich rufe dich in letzter Sekunde in den Krieg, gib dir die Belagerung und schließ Frieden, bevor irgendeine andere Großmacht denkt. Du kannst es aber auch behalten, also ich brauche Malta jetzt nicht unbedingt. Ich dachte, du wolltest es mal haben oder sowas, dann habe ich dich falsch verstanden. Na gut. Ich muss mal ganz kurz mein Mikrofon muten. Wieso sind da schiitische Fanatiker, wenn es gar keine Schiiten mehr gibt in meinem Reich? Ja, eben deswegen sind die fanatisch, kannst du nicht nachvollziehen. Nee. Es gibt generell kaum noch Schiiten. Bachmanes gibt's noch und ansonsten gibt's da nördlich von Persien bei Günner noch ein paar Leute. Die Welt ist sehr sunnitisch, du. Sehr dunkelgrün. Warum kann ich Alicante nicht missionieren? -2 nicht akzeptierte Kultur, habe ich so nicht Missionarstärke, tatsächlich. Aber ich habe doch, okay, ich habe gar nicht so viel Pietät, ich dachte, ich hätte irgendwie mehr Pietät. How sad. Und Murcia kann ich nicht kommentieren, weil ich da gerade ein Gebäude baue und das logischerweise nicht zusammen mit Missionieren geht. Weil jeder weiß, dass eine Baustelle dem Missionieren komplett abhanden kommt. Naja, wenn die Leute deine Gebäude bauen müssen, kannst du ihnen sehr schlecht nur einreden, dass das gottgefällig ist. Weil sie sich gerade in den Rücken für dich krumm schuften. Ah, Venedig ist mein. Klingt nach einem Haufen Geld. Wenn sie aber meine Flotte nicht vorher vernichten. Heilige Scheiße. Wir haben gerade mal eben 10 Schiffe von mir vernichtet. Ja, danke auch. Ich werde bald vom Klerus übernommen. Oh! Hey, ich kann cool. Sie nicht mal aufhalten. Na super, dann hast du demnächst eine Theokratie. Selbst wenn ich ihn alle Provinz nehme, sind sie immer noch auf genau 80 Einfluss. Das erste, was weggeht, ist 1633. Das könnte eng werden.
Ich mag vielleicht eine dumme Frage sein, aber was jetzt? Jetzt warte ich, bis sie kommen. Okay. Das klingt nach einem tollen Plan. So ein Desaster ist kein Desaster. Kann man alles überleben, wenn man es drauf anlegt. Ja, klar. Günther fragt, wie viel Fortschritt die haben, falls es nicht gesehen hast. Günther fragt Sachen? Günther fragt Sachen, ja. Günther möchte nicht mehr mit uns reden, der mag uns nämlich nicht. Wie viel Fortschritte haben die denn? Wer sind denn die? Ich glaube, er meint den Klerus. Mein Klerus hat ist aktuell bei 18% und der kriegt jeden Monat 4. Was lohnt sich eigentlich eher? Absolutismus jährlich oder administrative Effizienz am Anfang? Ich würde zuerst Absolutismus jährlich machen, damit es sich länger aufbaut. Aber ich habe nur 500 Pracht, du Angeber. Sorry. Ich habe halt ein großes Truppenlimit. Ich nicht. Mein Truppenlimit beträgt 93. 256. Nice. Ja. Kastilien greift Swahili an. Oh. Meine Chance, Kastilien anzugreifen. Swahili hat sehr viel Geld. Ja, Swahili habe ich auch schon mal für Geld angegriffen. Das lohnt sich immer mit den ganzen Goldminen da hinten. Aber die sind gar nicht mal schwach. Da muss man echt aufpassen. Ja? Die haben mir echt wehgetan. Krass. Swahili, 40.000 Mann. Also, ja, unterschätzen darfst du sie nicht, aber du hast meistens eigentlich den Technologievorteil. Da waren sie zumindest, als ich sie angegriffen habe, auch nicht schlecht. Da die haben immer noch 16, also die kommen da mit, ja. Interessanterweise. Das ist ordentlich, wow. Ja, vor allem wenn die Europäer als Nachbarn dann haben, dann kriegen sie ja, glaube ich, einen Bonus auf Tech-Kosten. Also, gab es nicht einen Bonus, wenn dein Nachbar eine Tech höher hat, dass du weniger zahlen musst? Ja, der Nachbarbonus halt. Ja, genau. Ja. Es gab ja auch früher, als es noch Westernisierung gab, gab es ja auch diesen wunderbaren Bonus, wenn man mit einer westlichen Macht eine Grenze hatte und mehr als 150 Beziehungen mit denen. Mhm. Irgendwie westlicher Waffenhandel oder irgendwie sowas. Stimmt, ich erinnere mich. Ja. Als es dann noch Westernisierung gab. Ich sehe gerade, Swahili ist tatsächlich auch ein reformiertes Reich. Mhm. Ich glaube, Westernisierung weint auch keiner hinterher. Nee, das war die Hölle. Außer halt den Leuten, die nicht Common Sense haben. Ja. Das ist halt wieder so das Problem der modularen DLC-Politik. Also halt, dass du halt so Features hast, die irgendwie von DLC-Sachen abhängen. Oder die Tatsache, dass Armee-Professionalismus und Armee-Tradition zwei voneinander getrennte Werte sind. Es gibt sogar ein Event, wo man entweder das eine filmt, das andere gewinnt oder andersrum. Auch den, warum würde man das als Gegenzug betrachten? So, Anspruch auf Gibraltar, Portugal Krieg androhen. Das muss doch funktionieren. Ich meine, sie haben keinerlei Grund, mir die Provinz nicht zu geben, außer die Tatsache, dass ich sie nicht angreifen kann, sie stärker sind. Oh, keine Ahnung. Wahrscheinlich kann ich gar nicht Krieg androhen, weil ich ja auch keinen Krieg erklären kann. Wo ist denn Krieg androhen? Da ist Kriegsandrohung. Solange wir eine Regentschaft haben, können wir keine Kriege androhen. Das ist irgendwie wenig überraschend. It is what it is. Tschickidi-tschackidi-Hühnerkacke. Zicke, zacke. Ich verbessere gerade Beziehungen mit dem Johanniterorden. Ja. Ich habe einen meiner Diplomaten auf automatisiert mit erzürnten Nationen. Ach. Ja, da bin ich gerade in Böhmen. Es ist eine tatsächlich nicht zu unterschätzende Option. Mhm. Mach ich sehr gerne. Bei mir kommt es immer darauf an, wie viele Diplomaten ich habe. Wenn es bei 3 geht, mit 2 habe ich irgendwie nie genug. Bei 3 geht es gerade noch so, bei 4 sowieso. Ich könnte ein Kaiserreich werden, wenn ich genügend Prestige hätte. Prestige. Vor allem... Der Regentschaftsrat beschließt man so nebenbei, ach ja, das wird jetzt ein Kaiserreich. Wir sind jetzt ein Reich, weil wir so toll regieren. Wir 5 Typen hier. Wenn Deutschland ist auch gerade ohne Regierung, dann muss das bei uns doch auch gehen.
Ja, wir haben auch gerade Regentschaftsrat. Verdammt, wir können keinen Krieg erklären. Deutschland ist schwach. Unsere Nachbarn werden uns zerfleischen. So, ich bin übrigens auch wieder da. Heyo. Toskana hat den Ferrara den Krieg erklärt. Das ist ja nicht so schön. Warum denn? Ist doch wunderbar. Nee. Gib mir mal eine Sekunde. 60 Überdehnung bekomme ich. Koalition mit Mongolen. Wow. Und dann habe ich die halt so komplett eingekreist. Das wäre doch nice. Ich möchte halt hier gerne verhindern, dass die Ming irgendwas von denen nehmen. Machen wir das so? Oder nehmen wir doch diese... Oder sagen wir, es ist uns egal, wir würden die Ming ja wahrscheinlich auch so schaffen. Und nehmen uns noch eine schöne, teure Provinz. Wo wir dann auf jeden Fall auch einen schönen... Wo wir dann auch schön plündern können, ne? Machen wir das doch so. Ich überlege gerade, ob ich Ferrara retten soll. Naja, schaffe ich nicht mehr, schade. Oh, ich hab... Nee, warte mal. Bitte keine Tengri-Provinzen konvertieren. Nimm doch bitte hier solche. Jesus Maria, ey, ich meine, im Namen des Propheten, das dauert ja alles so ewig lange hier. Das war jetzt sehr schön. Ja, ne, das rutscht einem mal so, hin und wieder rutscht einem das christliche Abendland heraus. Machen eine Platt. Oh, yes. Oh, Alter. Da gibt's aber mächtig auf Omme. Mhm. Okay, gut. Weiß nicht, vielleicht reformiere ich doch nicht. Also, oder mach das erst ganz am Schluss. Aber sunnitisches Russland wäre halt irgendwie auch, das hätte auch irgendwie Style. Ich wundere erst, das geht, ehrlich gesagt. Musst du deine ganzen Armeen umbauen, oder? Bitte? Musst du nicht deine ganzen Armeen dann auch umbauen? Ja, klar, natürlich brauche ich mehr Infanterie, ne? Also, aber das ist jetzt auch nicht so der größte Aufwand, ne? Ich meine, wir haben alle drüber geredet, dass Russland 70.000 Infanterie und keine Kavallerie und keine Artillerie hat. Ja, ich muss das ja, und ich muss das genauso nachbilden in diesem Let's Play. Ja. Oh, 31.000 dänische Nationalisten, Alter! Norwegische sind sogar noch, ist ja noch schlimmer. Norwegische Nationalisten. Ja, seid ihr denn des Wahnsinns? Definitiv. Aber hallo, ey. Also bist du ein Depp, ey? Warum willst du denn durch die gegnerische Armee durchlaufen? Doch lieber so. Ach, siehst du, wir wollten ja Frankreichs Waffenstillstand, Dingsens unterstützen, kann das sein? Ah, stimmt, genau. Ja, März 26. Das war der März, den wir uns... Ach, du hast noch Waffenstillstand, okay. Nee, Österreich hat Waffenstillstand, ist das Problem. Ah, okay, verstehe. Ja, sie verlieren auch gerade Freiheitsbestimmung, sie sind auf alle 90 gesunken. Wahrscheinlich sind sie bald loyal. Klar. Ich habe besser schon Beziehungen, damit ich das dann tun kann, wenn es soweit ist. Weil sie mich hassen. Ach, wie witzig, da ist diese eine Provinz... Da sind mehrere Provinzen... Die mich null kosten, weil wir die nachträglich hinzugefügt haben. Und ich dachte schon, hä, kann ich die nicht plündern? Warum kostet mich das so viel, die zu integrieren? Alter, das ist aber lieb, Struppi. Bitte. Unzufriedenheit schüren plus zwei Unzufriedenheit. Das finde ich ein bisschen arschig. Das ist ein krasser Modifikator auf jeden Fall. So,
Was war jetzt mit Chagatai? Du bist noch im Krieg mit den Mongolen und Kortschin, ne? Jo. Der Nate hat sich Manila geholt. Die trauen sich. Ja, das ist mir auch schon aufgefallen, dass diese ganzen kleinen Fitzeldinger da unten irgendwann sehr gerne anfangen rumzukolonialisieren. Ja, ja, die kriegen den Kolonisten in ihren nationalen Ideen. Ach stimmt, malaysische Ideen, ne? Ich frage mich haben vor allen Dingen auch so ein bisschen, ob das was damit zu tun hat, dass wir halt hier so die ganzen Großmächte halt so wegrapen und halt deswegen natürlich hier notwendigerweise... Du, die Großmächte kolonisieren ziemlich viel. Das, ich glaube, die stellen wir noch nicht so richtig. Ah ja, okay. Ich meine, Spanien hat riesige Kolonialbesitzungen, Portugal hat große... Gut, wir haben Portugal auch nie angegriffen. England haben ja auch nie was getan. Ich meine, Polen-Litauen ist jetzt niemand, der kolonialisiert. Ja. Und wir dürfen Moskau nicht vergessen. Die sind jetzt schon so lange raus, da vergisst man sie gerne mal, aber wir haben Moskau schon weggehauen. Aber auch die kolonialisieren selten irgendwas außer Sibirien. Das ist richtig. Das ist ein wenig doof. Aber hey, Kastilien ist nicht mehr so richtig. Es sollte eigentlich nicht weitermachen, aber sie machen trotzdem weiter. Woher auch immer sie die finanziellen Mittel nehmen, um ein Kolonialreich zu unterhalten. Wahrscheinlich von ihren Kolonien. Naja. Und von ihren reichen Vasallen, die wahrscheinlich unendlich viel Goldprovinzen haben und ihnen das alles überweisen. Naja. Die Frage ist, ob so Sachen wie Neukastilien nicht irgendwann mal unabhängig werden wollen. Na, 48,5% fast. Kann auch was werden. Die sehen ja auch irgendwann, dass sie eigentlich größer als ihr Herrscher sind. Und denken sich dann vielleicht auch mal, vielleicht könnten wir es besser. Ohne euch. Endlich, ey. War eine kurze Pause. Bin gerade etwas über meinem Limit an Machtpunkten. Wie lange schon? nee, jetzt gerade spontan, weil ich die Institution gefördert habe. Hat das Spiel gemerkt, Moment mal, 1066 Militärpunkte. Freundchen, so viele kannst du gar nicht haben, du. Gut. Aragorn sieht mich nicht länger als Rivalen und mein Thronfolger ist gestorben. Wirklich jetzt, Spiel? Ach, nö. Och, komm, ey. Spiel sagt mir gerade so, hey, du musst Rivalen ernennen. Oh Gott, ich kann nicht mehr reden, was ist los? Du musst Rivalen ernennen. Hier, ich schlage dir zwei weitere Rivalen vor. Warte, lass mich raten, Goldene Horde und Marokko. Richtig. Nein. Das ist ja super. Der Ulema greift die Macht. Ja, endlich, hat er lang genug gedauert. Oha. Ich verliere einen Stabilitätspunkt, was ist das denn für eine Sauerei? Immer noch Regentschaftsrat. Natürlich. Schade. So, was brauche ich denn für den Klerus? Stabilität mehr als 1, nicht höheren Einfluss als 60, also einfach ein bisschen weiter warten. Und währenddessen Freude an den plus 20% Kosten der Technologie haben. Yay. Aber, man muss das Ganze richtig sehen. Weil dadurch, dass ich jetzt die Klerus habe, kann ich kein anderes Desaster haben. Haha, das ist der eigentliche Vorteil. Hinauf! Mit der... Dingsens hier, wie heißt das nochmal? Mit dem Absolutismus auf über 50. Ah, das ist Court and Country. Ah. Weil das ja ein Desaster ist, das man haben will. Genau. Weil man da am Ende plus 50 Absolutismus kriegt. Aber sag mal, ja. Hier... eine wichtige Frage. Und zwar, wenn du, sagen wir mal, es gibt ja jetzt nicht mehr diesen Modifikator, dass du über 100 Absolutismus haben kannst, ne?
Das war ja vorher so, das gibt es jetzt nicht mehr. Du kriegst maximal plus 30 durch das Cotton Country, wenn ich mich nicht irre, oder? Du kannst, also egal was du machst, du kommst immer nur auf 100. Genau. Das ist hart gelimited. Ne? Und dadurch, so jetzt für meine Begriffe, lohnt sich das Cotton Country doch nicht mehr so extrem auf jeden Fall. Also es lohnt sich wahrscheinlich schon noch, ne? 10% mehr Absolutismus, ja, also 10% mehr Absolutismus. Also lohnt sich halt nicht mehr so krass wie jetzt halt vorher, ne? Die Frage ist halt eigentlich, was halt der sonst der maximale Absolutismus ist. Ich meine, für die meisten Nationen kommt man wahrscheinlich auch so sehr nahe an 100 ran. Es gibt halt so ein paar Spezialfälle für Republiken, ist es mit Sicherheit immer interessant, weil die ja auf minus 30 für Republiken kriegen. Das stimmt, ja. Aber für normale Nationen kommen normalerweise auch so schon sehr nah ans Limit hin, das stimmt durchaus. Das stimmt durchaus. Okay, wo ist Ostlandet? Ostlandet, Ostlandet, wo ist Ostlandet? Ich muss sagen, woher da ist das hier, ne? Wie viele Staaten kann ich denn noch gründen? Sag mal, ey, das ist ja der Wahnsinn. Oh, noch 4 Stück? Krass, okay. Ab jetzt ist übrigens die Unabhängigkeit Frankreichs unterstützbar. Ja, und das. Apropos, und die wollen Zeit. Auch direkt, die fragen direkt bei mir an. Männer, aber dann nochmal eine fortführende Frage. Wir sind bei 36 Minuten. Mhm, ist mir auch gerade so aufgefallen. Also die Frage, ob wir da dann weitermachen, ne, an der Stelle. Oder ob wir jetzt nicht sagen, so, kommt Kinder, wir machen eine kurze. Jetzt machen wir halt erstmal Shit und dann reden wir weiter. Genau, wir machen ein gar kurz Päuschen, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis dann, viel Freude. Servus. Genau, Salam alaikum und Allahu Akbar. Tschüss.